Hallo Gamer-Freunde und Ladies, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde mit der Geschichte der Bücher und Co. Ja, seit dem letzten Mal ging es ja darum, dass wir das Feuer rüberbringen. Und das war ja irgendwie schwierig umzusetzen, trotz irgendwie Tipps und Hinweise. Da das irgendwie immer ausging und da man das irgendwie bestätigen musste, nochmal rum, das musste aktiviert bleiben, dann nochmal ins Menü, da nochmal aktivieren und dann in Abständen hat es dann wirklich nach mehreren Versuchen dann endlich geklappt. Aber dann kommt natürlich die nächste Überraschung. Und zwar, dass uns noch eine Zutat fehlte, um die Flamme zu verändern, damit wir die Bibliothek betreten können durch den Kamin. Sozusagen die Reise aktivieren können. Und das war eben nur damit möglich. Und das muss man uns natürlich noch holen. So, und da das natürlich nicht reicht, brauchten wir natürlich noch die Hilfe eines Kobolds, den wir dann irgendwie finden, fangen mussten und mit einer Mappe einsperren mussten. Nachdem wir ihn gefangen hatten und dann konnten wir den Direktor ablenken und uns das sehr seltene, hochwertige Reisepulver schnappen. Und ja, das war so die Zusammenfassung, die Schritte, die wir gehen mussten, um jetzt hierher zu kommen. Was ich noch offscreen gemacht habe, war, dass hier die Bücher gesprochen haben. Die hatten uns dann irgendwie festgehalten. Und ja, jetzt sind wir in der Bibliothek, konnten uns befreien und ich glaube, dass die Bücher eigentlich Menschen vorher waren oder irgendwelche Geschöpfe hier in dieser Schule. Und die wurden dann irgendwie im Laufe der Zeit irgendwie zu Büchern oder so. Aber vielleicht ist es ja alles nur ein Zauber. So, und da schauen wir jetzt mal ein bisschen rein. Und haben hier viele Sachen zum Anschauen. Okay. Schauen wir mal hinauf. Ich dachte, in der Schule gäbe es nicht sonderlich viele Bücher. Kein Wunder, sie sind alle hier. Je nachdem, was sich noch hinter den Durchgängen befindet, könnte das hier leicht die größte magische Bibliothek des Landes sein. Hello again. Hey, ich grüße dich. Willkommen auf der anderen Seite. So, ich habe Susi also noch gelesen. War schön, ihn mal wieder live zu sehen, meine Stimme zu hören. Das finde ich immer toll. Nicht, dass er zu wenig isst. Na? So, trinken nicht vergessen. Ja. So. Oh, da ist ja schon die Müdigkeit. Und ihn nicht nur zu lesen, ja. Ja, genau. So ist es. Hehe. Also das war schon heute krass, was ich gelesen habe, so mal mit der Box. Unglaublich. Aber ich bin guter Dinge, dass es da auch komplett in Weiß kommt. Aber so möchte ich es nicht haben. Die haben zwar gesagt, dass auch diese Controller irgendwie diese neue Option mitbekommen, irgendwelche Features noch mit. Und dann habe ich in einem Artikel gelesen, ja, das geht mit älteren Controllern, aber du brauchst natürlich dazu die neue Konsole. Das heißt, das, was auf die Controller bezogen ist, das geht wirklich nur mit einer neuen Konsole. Nicht mit der, die du jetzt hast und du kannst es dann verwenden. Das habe ich aber nur bei einem Artikel gelesen, der das mit hingeschrieben hat. Naja. Mal sehen, was es dann genau wird. Da hatten sie kurz mal einen Clip gezeigt mit der Share-Taste. Die hat man ja noch eine dritte Taste auf dem Controller. Da gibt es kurz mal antippen, gedrückt lassen und schnell drücken. Dass man einmal ein Bild machen kann, einmal einen Film und einmal dann
ins Menü gehen kann, das zu bearbeiten. Wahnsinn, wie schnell das ausverkauft war. Uiuiui. Ich bringe wieder zum Schreiben hin und her. Ja, alles klar. So, okay. Ah, ein Zettel. Stimmt, wir müssen ja auch so Zettel sammeln. So magische Zettel. Ein Zettel? Das ist ein Zauberspruch. Ich glaube sogar, ja, es ist der Feuerzauber, der wichtigste Spruch für Zauberer. Endlich habe Ja, ich ihn. super. Brauchen wir das Pulver nicht mehr für Feuer? Coole Sache. Okay, ja. So. Oha. Was haben wir hier noch? Zierdeckchen. Wenn es hier nicht so unheimlich wäre, könnte die Bibliothek ein richtig schöner Ort sein. Ich glaube, früher war sie das einmal. Zierdeckchen sieht man sonst nicht in der Schule. Ach, können wir mitnehmen. Okay. Der Schreibtisch sieht nicht aus, als sei er für lesende Schüler gedacht. Er könnte dem Bibliothekar gehört haben. Und wenn ich mir so die Werkzeuge ansehe, könnte ein großer Teil seiner Arbeit in der Pflege und Reparatur von Büchern bestanden haben. Ja. Oha. Betrachte das Blatt Papier zurück, betrachte das kaputte Buch, betrachte die Leuchtquelle. Okay. Noch eine Buchseite. Ich stecke sie ein. Glaube, 7 Stück müssen wir insgesamt finden. Oh, dieses Buch ist in einem mehr als schlechten Zustand. Es ist aus dem Leim gegangen und mehrere Seiten fehlen. Hier liegt eine der Seiten. Ich stecke sie ein. Oha. Wenn ich das Buch reparieren könnte, würde das die anderen Bücher Was, vielleicht so davon viele? überzeugen, dass ich es Ja, ich gut mit glaube, ihnen sieben müssen meine. es sein. Ich müsste dafür die fehlenden Seiten zusammennähen und dann mit dem Buchrücken verleimen. Dumm, de du, de lüt. Und das? Hä? Weißt du etwas über Buchreparatur? Ich weiß alles. Man muss die Seiten zusammennähen, oder? Immer so ein paar Blätter. Korrekt. Die sogenannten Lagen. Und diese Lagen werden dann in das Buch geklebt. Korrekt. Man benötigt dafür Weizenstärke-Kleister. Den habe ich nicht. Alternativ können auch alchemistisch hergestellte Klebstoffe oder einige Naturprodukte, wie zum Beispiel Trollrotz, verwendet werden. Was? Trollrotz? Korrekt, Trollrotz bildet die Grundlage vieler Industrieklebstoffe. Ah. Danke für diese wertvolle und höchst eklige Information. Ist das mit dem Feuer nochmal probiert? Ja. Sonst wäre ich jetzt nicht in der Bibliothek. Das war sehr komisch, durchzuführen. Und das hat aber nicht gereicht. Man brauchte dann noch so ein grünes Zeug vom Direktor. Und um das zu bekommen, muss man diesen Kobold fangen. Also es waren noch mal ein paar extra Schritte, ehe man hier in der Bibliothek landet. So leicht wurde es einem nicht gemacht. Aber jetzt haben wir ja den Feuerzauber. Und ich wollte mir Stullen schmieren. Na, aber dann los. Schmiere, schmiere. Na denn ja. Lea,
Alles, was da mal drin gewesen sein könnte, scheint über den Schreibtisch verteilt zu sein. Nach der Träume. Ah. Na, mal gucken. Was haben wir denn noch so? Bücher. Die Bücher haben sich in die Regale zurückgezogen. Ich kann nicht sagen, welche von denen mich angegriffen haben. Hm. Naja. Diese Wand, dieser Bogen. Es sieht aus, als gehöre hier eine Tür hin, aber da ist nur eine kalte Steinmauer. Mhm. Ob die Bücher schon immer lebendig waren? Oder wurden sie durch diesen Ort zum Leben erweckt? Und sollten Bücher nicht schrecklich kluge Geschöpfe sein? Warum sind diese hier so einfältig? Tja, niemand weiß es. Wir können ein Buch nehmen. Machen wir mal. Aha. Das ist seltsam. Die Schrift ist ganz blass und unscharf. Es ist fast so, als ob... Oh, es lebt. Ich muss mich erst an lebendige Bücher gewöhnen. Wenn man dafür irgendwas machen muss, damit die Tür auftaucht, ja, mit Sicherheit. Musst du vielleicht irgendwas malen mit Kreide? Oder es gibt irgendwo einen Mechanismus. Und dann öffnet sich die Tür. Wir kommen wahrscheinlich in die höheren Ebenen. Hört mal, ich will euch nichts tun. Ich habe euch gesucht. Ihr sollt samt der Bibliothek zurück in die Schule kommen. Es will weggehen. Es macht uns Angst. Aber ich tue euch doch nichts. Wie kann ich das nur beweisen? Weg, weg! Hm. Interessant. Eine Türklinke malen. Hm, Türklinke und Rahmen. Die Reise durchs Kaminnetzwerk ist alles andere als komfortabel. Man wird in einen Strudel gesogen und überall sind Öffnungen. Aber irgendwie bin ich trotzdem beim richtigen Kamin rausgekommen. Ja, das ist natürlich gut, zum Glück. Kann er hier noch rumgehen? Leuchtquallen überleben normalerweise nur einige Jahre, wenn sich niemand um sie kümmert. Vielleicht haben die Bücher sie gefüttert, damit sie hier nicht völlig im Dunkeln hocken müssen. Ja, das könnte schon sein. Wäre das nicht schrecklich, in einer Bibliothek eingeschlossen zu sein und nicht genug Licht zu haben, um all die wundervollen Bücher um einen herum lesen zu können? Ja, ohne Licht kannst du es nicht machen. Bücher sind alle schon eingepackt. Okay, cool. Hast du noch viel zum Packen? Wenn ich das... Ich müsste dafür die fehlenden Seiten zusammennähen und dann mit dem Buchrücken verleimen. Ich brauche Holz für den Kamin. Und bevor ich Bücher oder ein Regal verbrenne, nehme ich lieber etwas, das niemand zu benutzen scheint. Was hat er jetzt genommen? Eine hölzerne Schublade hat er jetzt genommen. Das Holz ist alt und sehr trocken. Es müsste gut brennen. Es ist fast, als hätte sich dieser Raum vor der Welt versteckt. Oder
Wurde er vergessen? Irgendwas muss ja passiert sein auf der Reise. Nur noch Sachen, die ich noch brauche oder benutze und Kleinkram. Ah, okay. Ja, hast du gut geplant mit der Zeit. Dann wird das gut verlaufen. Die Bücher haben sich in die Regale zurück. Habt ihr die Bibliothek verschwinden lassen? Wisst ihr, wie man sie wieder auftauchen lassen kann? Es soll uns in Ruhe lassen. Vielleicht können wir uns gegenseitig helfen. Eine Hand wäscht die andere. Es will uns waschen, damit das letzte bisschen Tinte verwischt. Oh! Oh! Ah. Nein, ich... Mit Reden komme ich hier nicht weiter. Ich muss Ihnen beweisen, dass ich Ihr Freund bin. Der Freund. Ich kann eigentlich nur das Feuer machen. Jetzt haben wir den Zauber, dann könnten wir ja... Davon sollte Direktor Bloch lieber nie erfahren. Es ist alles bereit für ein hübsches Feuer. So, nicht wieder zum Zurückgehen, sondern direkt einfach... Na nun, wieso habe ich jetzt wieder alles drin? Das ist ja interessant. Jetzt habe ich ja den Feuerzauber. Den kann ich jetzt... Doch, ich muss näher ran. Und... Ignifaxius Ignisfera. Ah. Langsam habe ich den Dreh richtig raus. Was hat es getan? Es hat den roten Fresser gerufen. Den roten Fresser, ja. Ich würde gerne sagen, das Feuer lässt diesen düsteren Raum etwas freundlicher wirken. In Wirklichkeit sorgt es aber nur für längere Schatten und mehr Versteckmöglichkeiten für diese seltsamen Bücher. Aha, okay. Wenn ich müsste dafür. Okay, mehr haben wir jetzt gar nicht. Diese Wand, dieser Bogen. Es sieht aus, als gehöre hier eine Tür hin, aber da ist nur eine kalte Steinmauer. Was haben wir denn hier eigentlich? Assoziierdeckchen. Was können wir denn dann nehmen? Bücher nochmal reden? Vielleicht wissen Sie, wie man die Bibliothek wieder in der Schule erscheinen lässt. Vielleicht wissen Sie es nicht. So oder so. Solange Sie mir nicht vertrauen, bekomme ich gar nichts aus Ihnen heraus. Tja, das ist wieder eine gute Frage. Das ist wieder eine Stelle, wo man nicht weiterkommt. Vielleicht kann ich ja hier... Geht nicht. Ja, vielleicht ein bisschen fliegen oder so. Tja, Wilbur. Wenn ich das Buch reparieren könnte, würde das die anderen Bücher vielleicht davon überzeugen, dass ich es gut mit ihnen meine. Ich müsste dafür die fehlenden Seiten zusammennähen und dann mit dem Buchrücken verleimen. Na gut, wir kennen ja nur einen Troll, das heißt, da müssen wir wahrscheinlich dann doch zurückfliegen. Mal probieren hier. Das war der Rest des Kaminreisepulvers, aber ich glaube, es hat gereicht. Mein persönlicher Ein- und Ausgang. Und hoffentlich kommen wir dann wieder hierher. Also wie gesagt,
Ohne das Buch zu reparieren, können wir gar nichts machen. So sieht es momentan aus. Gehen wir mal rein. Ach, das bleibt sogar an. Oh, das ist gut. Haha. Ob Fridolin das Futter noch immer mag? Ich geh weiter. Und dass der Rest ist? Ah ja, das ist alles vom Direktor. Der weiß es gar nicht. Ach ja, und bei dem einen Zauber habe ich ja den Schlüssel hier lose gemacht von dem Troll. Ich habe gerade nichts mit ihm zu bereden. Und das ist doch gut so. Ach so, Wie soll ich die Halle nur sauber kriegen? Und das bis 72 Uhr. Und wie? Ich hatte hier diesen Zauber. Den öffnen Zauber. Und da konnte ich den Schlüssel dann mir holen. Wieder ablenken mit der Münze an der Tür. Und dann hat es geklappt. Es war sehr knapp beim Aufheben, aber es hat geklappt. Ja, cool, ja. Definitiv. Warte mal, ich habe doch jetzt Feuer, dann könnte ich vielleicht die... Das könnte theoretisch funktionieren. Praktisch würde ich wohl den ganzen Turm abfackeln. Oh. Warum? Versteht es mit den Fenstern nicht? Da muss bestimmt irgendwas kommen. Der Wandteppich ist in einem miserablen Zustand. So wie alles hier. Die Farben sind verblasst und... Hey, da ist sogar ein Fadenlose. Der Teppich scheint magisch zu sein. Erst war es nur ein ganz kurzer Faden. Jetzt ist er bestimmt 4 Schritt lang. Ich reiße ihn durch und nehme ihn mit. Magischen Faden kann man immer gebrauchen. Ah. Okay, wow, das kann man ja fast überhaupt nicht erkennen. Der Besen. Der Besen, ja. Jetzt haben wir magischen Faden. Wow, das hätte ich ja nie entdeckt hier. Alter Faden. Ein dünner, aber ziemlich reißfester Faden. Ungefähr 1,5 Drachenzehen lang. Okay. Ein dünner, aber ziemlich reißfester Faden. Ja, ich habe den Besen jetzt ausgestattet, aber gibt nichts, wo ich das nutzen kann. Ach so, doch hier, oder? Ja, hier. Aber nicht zum Fliegen, schade. Also gut, Ärmel hochgekrempelt. Haha, danke. Auf den Lippen und los geht's. Tja, toll, da kannst du mal gucken. Wem mache ich was vor? Der Dreck ist festgetreten. Ach so. Sich kaum vom Boden. Der Besen ist unhandlich und die Halle ist groß. Hasse putzen. Es würde Stunden dauern, bis ich fertig bin. Es muss eine bessere Lösung geben. Das ist nicht einfach nur Staub und Dreck. Es ist hart wie Stein. So als wäre es von tausenden Füßen in den Boden getreten worden. Hätte ja sein können, ja. In 20 Jahren niemand die Schule betreten. Zumindest so. Du sagst auch so und so sieht direkt danach auch. Ach so, ach so. Tja, was mache ich jetzt mit dem Strick?
Oder das, den Strick verbinden mit... Nein, geht auch nicht. Naja, haben schon gesehen. Ich weiß nicht genau, warum die Ratsvorsitzende die Broschüren hier liegen gelassen hat. Man hat sich darauf geeinigt, dass Kinder nicht wählen dürfen. Zunächst wollte man die Grenze, wer wahlberechtigt ist und wer nicht, an der Größe festmachen. Was natürlich zu Widerstand bei uns Gnomen und den Zwergen geführt hat. Dann sollte das Gewicht ausschlaggebend sein. Je mehr man wog, desto gewichtiger die Stimme. Aber dann wären Trolle und Oger überrepräsentiert gewesen. Letztlich hat man sich auf ein Mindestalter geeinigt. Allerdings gibt es immer noch Diskussionen, weil Ratten, Untote und andere Minderheiten nicht wählen dürfen. Ich weiß nicht, wer der Junge war. Er war auf jeden Fall ganz schön vorlaut und unverschämt. Allerdings scheint er auch eine Menge von Magie zu verstehen. Wenn ich es schaffe, ihm Manieren beizubringen, könnte er ein guter Schüler werden. Generationen von Schülern haben ihre Spuren hinterlassen. Vor allem in Form von ins Holz geritzten Bildchen und Sprüchen. Hier steht ein besonders langer. Für alle Herumtreiber und Tu-nicht-Gute. Dazu verdonnert worden, immer und immer wieder denselben Satz an die Tafel zu schreiben? Kein Problem. Verzaubere das Kreidestück mit dem Automatisierungszauber und es übernimmt die ganze Arbeit für dich. Bartholomäus. Hey, das ist Schummeln. Allerdings auch ziemlich clever. Hier unten ist der Zauberspruch ins Holz geritzt. Ich schreibe ihn mir auf. Aha. So, jetzt haben wir einen neuen Zauber, dass jemand... etwas macht. Warum arbeiten, wenn man auch zaubern kann? Der Automatisierungszauber. Ah. Verrückte Zeichnungen und Symbole. Das muss wahrlich hohe Magie sein. Nur die klügsten Zauberer können all das verstehen. Tja, das ist natürlich die Frage, das ist, müssen wir noch mal kurz zurück zu dem Staub gehen. So, das andere ist der Besen. Der Besen an sich funktioniert. Es ist die körperliche Arbeit, mit der ich mich nicht anfreunden kann. Wie soll ich die Halle nur sauber... Ja, da passiert nichts. Solange ich die drei Aufgaben nicht geschafft und dem Direktor Bescheid gegeben habe, kann ich hier nicht raus. Ich will ihm und der Ratsvorsitzenden keine Chance geben, mich als schlechte Wahl des Erzmagiers dastehen zu lassen. Wie soll ich da bloß hochkommen, um die Spinnweben zu entfernen? Ich hab's nicht so mit Höhen. Wie die meisten Gnome werde ich nervös, wenn sich der Boden mehr als eine Gnomenhöhe von mir entfernt. Okay, grünes Feuer. Ich hoffe, es fällt niemandem auf, dass der Besen fehlt. Ich stelle ihn zurück, sobald er seinen Dienst getan hat. Entschuldigen Sie, Direktor Bloch.
Ja. Wegen der Aufgaben. Ja. Ich versuche ja mein Bestes, aber der Schmutz in der Eingangshalle ist sehr hartnäckig. Seien Sie hartnäckiger. Aber... Also wenn er kaputt ist, ja. Ich war in der Bibliothek. Sie ist in Ordnung. Mehr oder weniger. Tatsächlich? Wo ist sie? Naja, es ist nicht ganz einfach hineinzukommen. Man braucht ein bisschen Magie. Das ist inakzeptabel. Die Bibliothek ist ein Raum wie jeder andere auch in diesem Gebäude. Und sie muss damit leben, dass Personal und Schüler sie auf konventionelle Art betreten wollen. Durch die Tür. Aber wie... Es ist mir egal wie. Holen Sie den Raum zurück, Professor. Dann kann ich auch endlich dieses lose Blatt hier dahin zurückbringen, wo es hingehört. Naja. Was ich noch wollte... Dieser Zettel, den Sie da haben, er sieht aus wie eine Buchseite. Ja, so scheint es. Es handelt sich um einen unvollständigen Reisebericht. Der Reisende, offenbar ein Forscher, erzählt von einem Land namens... Laputa? Oh, das kenne ich. Dort sollen alle Künste, Wissenschaften, Sprachen und Handwerke auf eine neue Grundlage gestellt werden. Sehr spannendes Konzept, aber leider unvollständig. Wenn Sie mir die Seite geben, könnte ich vielleicht das dazugehörige Buch für Sie finden. Keine schlechte Idee. Ich brauche die gesamte Geschichte. Ich bin sicher, alles nimmt ein gutes Ende und kann als Vorbild für uns dienen. Hier, nehmen Sie. Sehr gern. So, die, ich dachte, die andere. Dann mache ich mich wieder an die Arbeit. Nur zu. Kenn es nicht. Es ist von dem ehemals Zeichentrickfilmstudio Ghibli. Und das ist super schön gemacht. Ich weiß gar nicht, der genaue Titel irgendwie. Land Laputa irgendwie. Mal sehen, was das geheimnisvolle, sehr alte, mystische Land, wie wir das genannt haben. Ach ja, genau. Der Film nennt sich Das Schloss im Himmel. Super schön gemacht. Ja, das ist wirklich gut, das Schloss im Himmel. Titel habe ich schon mal gehört, ja. Wirklich gut gemacht. Dankeschön fürs Bewerten. Siehst du mal, jetzt hast du gerade Sushi-Rollen gekriegt hier. Ist ja unglaublich. Lose Buchseiten, das ist es, glaube ich, ne? Noch fehlen ein paar Seiten. Aber wenn ich Glück habe, finde ich alle und habe damit ein Buch gerettet. Guck noch mal kurz, ob was in meinem Zimmer anders ist. Ja, genau. Schön gefüttert. Ist noch nicht den Unterschied hier.
Meister Markus hat mir alles gesagt, was ich wissen muss. Kopf hoch, Schüler begeistern, nicht unterkriegen lassen. Ich wünschte nur, ich wäre nicht ganz auf mich allein gestellt. Jetzt im Winter ist ein magischer Kachelofen eine feine Sache. Aber im Sommer könnte es in diesem kleinen Zimmer schnell unerträglich heiß werden. Au, der Stein ist mehr als warm. Aha. So wie er momentan aussieht, könnte er Bertram, dem dicksten Hamster der Welt, kommen. Ja. Aber er kommt schon wieder in Ordnung. Ein kleiner Verdauungsschlaf und danach sieht die Welt wieder anders aus. Ja, Schlaf ist echt gut. Was? Nein. Das Buch sieht uralt und ziemlich wichtig aus. Die Hälfte der Klasse hatte laufende Nasen. Die meisten konnten wieder eingefangen werden. Das ist das Klassenbuch, in dem Lehrer besondere Vorkommnisse vermerken. Ich wollte den Erzmagier noch fragen, ob gute Lehrer außer Äpfeln noch eine andere Art von Bezahlung erwarten dürfen. Aber als er mir den schönen Vertrag mit dem Siegel und allem gezeigt hat, erschien mir das nicht der richtige Zeitpunkt, um über Gold zu sprechen. Okay. Direkt durch das grüne Licht. Mit einzelnen Blättern komme ich hier nicht weit. Ich muss alle Seiten mit Nadel und Faden zu einer Lage zusammennähen. Nähen, ja. So, warte mal. Ich könnte den Faden durch den Haken am Ende der Gräte ziehen und hätte dann eine Art Nadel. Ja. Hat funktioniert. Und ich kann sogar nähen. Cool. Mama hat es mir gezeigt, während Papa Sydney Schweißen beigebracht hat. Der Knochen, ja. Dafür ist er. Okay, jetzt haben wir das hier. Nadel und Faden.
Aber sonst kann ich nichts machen. Ach so. Mit einzelnen Blättern komme ich hier. Wenn ich das Buch reparieren könnte, würde das die anderen Bücher vielleicht davon überzeugen, dass ich es gut mit ihnen meine. Ich müsste dafür die fehlenden Seiten zusammennähen und dann mit dem Buch verleihen. Ja, man sieht eben nicht, wenn die das dann direkt verbinden. Muss man genau schauen. Dann hat es so verbunden. Jetzt aus der Ansicht raus. Und dann nochmal, oder? Na, hier ist nichts zum Verwenden. Ja, das ist zum Beispiel so eine Sache hier, du läufst hier hin und das A bleibt immer noch da drüben. Du musst wirklich durchwechseln. Es ist fast, als hätte sich unser Raum vor der Welt versteckt. Oder wurde er vergessen? Tja, gute Frage. Okay. Man hier noch so Zierdeckchen. Na, das geht auch nicht. Ja, da habe ich jetzt gar keine Idee. Am Ofen im Klassenzimmer? Zurückgehen. Oh, was haben wir hier jetzt? Nein, Bücher sollten gelesen und nicht verbrannt werden. Hört ihr? Ich würde nie ein Buch verbrennen. Ich bin ein Bücherfreund. Was? Nein. Ich will den Spuren nicht verbrennen. Eine improvisierte Nadel und ein echter Faden. Ja. Das soll auch eine Seite sein und im Zimmer der Schuh. Oh, ich gehe nochmal hier zurück. Klassenzimmer, okay. Was? Thank you.
Etwas Asche, aber auch unverbrannter Abfall. Hier bei beidem, ja. Das ist das sechste Blatt. Ich glaube, ach, jetzt habe ich das per Zufall. per Zufall gefunden. Am Ofen. Jemand wollte sich wohl ein Feuer machen und die Buchseite verbrennen. Zum Glück für mich hat ihn irgendetwas davon abgehalten. Ich bin jetzt nur mal hingegangen, weil ich das überblickt habe. In dem Zimmer und der Schuh. So, warte mal. Im Zimmer und der Schuh. Im Himmer. Ach, Schuh ist hier unten, oder? Ah. Das ist seltsam. Unten im Schuh liegt Papier. Vielleicht hat der Schuh ein Loch und das Papier sollte den Träger vor nassen Füßen bewahren. Die siebte Buchseite. Ja, danke. Das war jetzt die Bestätigung mit Trompeten, dass wir alle sieben gefunden haben. Ja, rausgehen. Komm, das müssen wir noch hier beenden. Das Bett ruft. Dreh dich doch nicht immer hier. Was ist denn das? Die Stimme aus dem Hintergrund. Immer gerne da. Ja. Schnell wieder in das schöne Grün, in das Xbox-Grün. Jawohl. Ein Portal in eine Bibliothek. So. Ich müsste. Aha. Aber wir haben ja noch nicht diesen Lacherheim. Mit einzelnen Blättern komme ich hier nicht weit. Ich muss alle Seiten mit Nadel und Faden zu einer Lage zusammennähen. Ja. Ich müsste. Ja, okay. Ja. In Ordnung. Ich nähe die sieben zusammen. Geschafft. Eine schöne neue Buchlage. Oh ja, jetzt können wir das sehen. Zusammengenähte Buchseiten. Ich glaube, ich habe alle Seiten gefunden. Und ich habe sie ordentlich zu einer Lage zusammengenäht. Mir fehlt nur noch der Leim. Oder der Trollrotz, wenn es denn sein muss. Na super. Ich glaube, ich habe alle Seiten gefunden. Mir fehlt nur noch... Ob Fridolin das Futter noch immer mag? Ich glaube, mir fehlt... Ruhe. Den Zierdeckchen erhältst du auch die... Was mit Zierdeckchen? Okay, also... Das ist ja das Zierdeckchen. Ja, da schauen wir mal, was das beim Troll auslöst. Oder so. Na, das ist ein Ding. Ja. Das ist ja verrückt. Wenn man so nie drauf gekommen wäre, habe ich es dir verraten. Okay, super. Was ist denn das für eine Idee?
Ich habe gerade nichts mit ihm zu bereden. Doch, 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 doch. Guck mal hier, ist das nicht schön? Hässlich. Das stimmt nicht. Ich habe es von meiner Großmutter. Es ist ein Erbstück, das mir viel bedeutet. Danke, dass du es mir gezeigt hast. Ha, ich habe dich reingelegt. Ich wollte, dass du in das Tuch reinschneuzt. Oh, wow. Du bist so toll, Spinne. Ha. Ja, weil ein Taschentuch wäre ein bisschen einfacher gewesen. Das ist nämlich der richtige Weg, wie man Zierdeckchen verwendet. Das ist ein großes Geheimnis. Du hast ja Rede mit dem mit Theol ausgewählt. Ja, Theol ist sehr gesprächig heute. So. Schnell das Buch retten. Wichtige Informationen. Wann gibt's die nächsten Snacks? Der Direktor, der kriegt nichts mit. So. Die Musik. So, sie geht jetzt auf. Okay, alles klar. Ja, ich mache auch nicht mehr zu lang. Ich bin schon sehr, sehr müde. Schlaf gut, Sosi. In Ordnung. Ich schmiere etwas Trollrotz in den Buchrücken. Und dann klebe ich die Lage vorsichtig ein. Das war's. So gut wie neu. Ich versuchte aufzustehen, konnte mich aber nicht bewegen. Während ich auf dem Rücken lag, bemerkte ich, dass meine Arme und Beine festgebunden an dem Boden hafteten. Dasselbe war mit meinen sehr langen und dicken Haaren der Fall. Auch fühlte ich mehrere kleine Binden am ganzen Leibe, von den Achselhöhlen bis zu den Schenkeln. Ich konnte nur aufwärts blicken. Die Sonne war sehr heiß und ihr Licht blendete meine Augen. Du kannst mich lesen. Na, natürlich. Du bist sogar eines meiner Lieblingsbücher. Lies weiter. Du meinst, ihr könnt... Oh. Bücher können nicht lesen. Wir müssen gelesen werden. Wenn man nicht aus uns liest, verblassen unsere Geschichten und wir vergessen, wer wir sind. Oh, das ist sehr traurig. Ich würde euch gerne allen helfen, aber ich habe noch so viel zu tun und ich kann euch unmöglich alle lesen. Bücher lesen ist uralte Magie. Man kann fremde Orte, die Vergangenheit und die Zukunft bereisen. Was bedeutet das? Für ein gutes Buch ist immer Zeit. Also gut. Mit wem wollen wir anfangen? Ich nehm mich! Es war die beste Zeit, es war die schlimmste Zeit. Es war das Zeitalter der Weisheit. Bücherfreund, yay! Das Zeitalter der Torheit. Du hast die Bibliothek zurückgeholt. Aha. Das war toll! Das werde ich so bald wie möglich wiederholen. Ach, dort ist die Bibliothek drin, aha. Na, wie habe ich das gemacht? Und wie lange war ich weg? Nicht lange. Ja, also. Solange ich die drei. Ich will ihn. Ich habe gerade. Oh ja.
Und nun weiß ich nicht weiter. Konstruktion. Naja, ich habe jetzt keine Idee mehr. Aber da werden wir beim nächsten Mal schauen. Ich speichere schon mal. Dam, da, dam. Ja. Entschuldigen Sie, Direktor Bloch. Ja. Doch eine Zeitreise. Uiuiui. Wegen der Aufgaben. Zeitreise ist immer spannend. Die Bibliothek ist zurückgekehrt und der Eingang befindet sich in der Eingangshalle. Verstanden. Das war ziemlich gute Arbeit, oder? Wollen Sie jedes Mal ein Lob, wenn Sie etwas richtig machen, für das Sie bezahlt werden? Ja, bitte. Na? Was ich noch wollte. Dann mache ich mich wieder an die Arbeit. Tun Sie das. Etwas haben Sie immerhin schon geleistet. Ja. Darin muss es Tausende, vielleicht Zehntausende von Akten geben. Die Schule wurde vor über 500 Jahren gegründet. Na gut, dann werden wir beim nächsten Mal schauen. Ich werde es hier nochmal speichern. Wie wir da mit unseren Sachen vorankommen. Schlüssel, wir hatten jetzt noch gar nichts aufgeschlossen. Ich glaube, dass es da noch irgendwas gibt, wo wir noch ein bisschen aufschließen können. Vielleicht dort nochmal die Tür, vielleicht gibt es noch irgendwie Kreide. Wenn wir dann nochmal zurück in die Bibliothek reisen. Das in der nächsten Runde. Gäbe für die Fenster sind da, um das Vieh loszuwerden. Ja, was für ein Vieh? Was, die Kobolde, die Kleinen, dass sie rausgezogen werden? Oder was meinst du so? Irgendeine Kombi muss es da ja geben, aber ich habe nichts mit Luft zugemerkt. Dass da rumschwirrt. Achso, das ja. Ja, alles klar. Ja, wir haben beim nächsten Mal erstmal in die Bibliothek noch mal kurz gucken. Und dann hier noch mal. Naja. Oha, mit Kombi. Gut, das musst du noch mal neu schreiben beim nächsten Mal. Ja, gehen wir von der Liste. Das war's jetzt hier für diese Runde. Kurz und knackig, aber trotzdem ein guter Schritt vorangekommen. Und auch, dass diese Feuerstelle jetzt durch ist. Okay. Ja. Das war's jetzt. Danke fürs Reinschalten, fürs Gucken, fürs Miträtseln. Und eine Sache von Timing sein, kurz, ja.
Und ja, vielleicht sind wir beim nächsten Mal wieder etwas frischer in der Schalte. Nun ja. Eine angenehme Nachtruhe. Kommt gut durch. Schönen Start. Und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Reinschalten. Macht's gut. Bis dahin. Und ciao.